Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS17 auf der Hot Online Farm. So, wir machen mal den Trecker und schwingen und den zum nächsten Feld fahren. Das Feld 12. Komm in die Puschen, Kollege. So. Let's go. Warte mal, bevor wir denn jetzt zum Feld fahren, wo ist der andere? Der da. So. Schon mal auf die Straße bringen. Können wir denn schon mal soweit? Oh, wenn er das jetzt voreingestellt hätte, wäre er genau hier hängen geblieben. Denn hier los, Mensch? Sind wir in so einem Scheißlehn-Baumstamm vorbei oder was? Macht mich schon wieder fertig, sowas. Nee, nee, nee. Kriegst die Tür nicht zu. Ja, dann wahrscheinlich dann noch ein bisschen Holz machen in der Zeit, wo die Bäume ja, die Felder dann wieder wachsen. So, das müsste jetzt passen. So, hier waren wir jetzt stehen geblieben, genau. So, der geht ab zum nächsten Feld. Das muss ich wahrscheinlich manuell ansehen, weil der links und rechts und vorne und hinten einen Weidezaun hat. Das ist dann nicht so prickeln mit dem. Oh, soll ich sie vorne und hinten? Ja. Nur schwimmen ist schöner. Also, ein bisschen. Oder ist die vorne und hinten jeweils drei Vorgewände und lassen dann so fahren? Müsste man mal probieren. Das werden wir gleich mal probieren. In der Zeit, wo ich das Vorgewände hinten links und rechts mache, also vorne und hinten besagt. Müssten wir ja in der Zeit der Hülimann angekommen sein. Jetzt müssen wir uns einen neuen Schlepper holen können. Und ich habe mich dazu entschieden, ich behalte den Hülimann als Palettentransporter. Der bleibt beim Sägewerk stehen und gut ist. Der macht nur reine Transportarbeiten. Mehr kann ich momentan nicht gebrauchen. So. Von der anderen Seite ansetzen. Muss ich von der Seite leider ansetzen. Muss schon ein komplettes Vorgewende fahren hier. Ein einfaches, normales. Ja. Aufmerksam den Zaun.
Das schaffst du. Jetzt habe ich ja beim Kochen schon gemerkt, dass ich das hier manuell am besten komme. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit manuell hier rumzuhobbeln. Aufladepunkt erreicht, das ist gut. So, muss mal kurz mal hin switchen. Fahrer entlassen. So, Abseil ändern, ändern. Und was war abladen? Y. So, gut. Können wir den Kurs hier raus machen? Das auch. Das Fenster noch zu. Und dann gucken wir da mal, wie viele Paletten rumstehen. Werden wir dann schon mal den stärkeren von A nach B schubsen. Weil von Kruppern reicht es noch nicht. Aber ich meine, ich brauche momentan ja auch nichts Kruppern. Ich habe ja schon mal alles. Schauen wir uns mal hier hin. Koppeln ab. Wie sieht es aus in Sachen Paletten? Ja, eine. Fast zwei. Und dann lassen wir den hier stehen beim Sägewerk. Bleibst du stehen. So, jetzt geht es hier weiter. Das müsste eigentlich fast reichen, damit er drehen kann.
Stell dir mal vor, man fährt ja mit so einer Horst auf so einer großen, 12 Meter, kommt man ja gar nicht an die Fichte damit. Stell dir gerade so vor, mit so einer Maestro oder wie die Dinger heißen. Mensch, was eierst denn du jetzt zusammen? Jetzt. Ja, ist da eine Bodenbeschaffenheit, der kommt ein bisschen leicht von der Spur ab, aber ist am Morgenleben aus, das Feld ist ja nicht plan. So. Das müsste es reichen, genau. So, jetzt haben wir das Vorgewinde links und rechts gemacht jetzt. Jetzt gucken wir mal, was der Helfer draus macht. So, bum, bum. Links, rechts, alle hoch und runter. So, da passt. Scanne das Feld, so groß ist das nie. So. Gut, jetzt gehen wir shoppen. So, Traktoren. Jetzt kommt der lang ersehnte, von mir gewünschte Case Puma. So, Frontlader ja, die kleinste Motorausführung reicht zu. Zack, und Platinum Edition. Und kaufen. Jawohl. Okay, so. Da haben wir ihn gekauft. So, dann mal umstellen, dann machen wir gleich mal einen Screenshot dann davon, wenn wir da sind. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier ist er. So, und Zagabu. So. Bildschirmmodus wieder aus. Bildschirm, bum, bum. Das ist doch mal ein Träger. Der mir gefällt, ja. Haben zwar erstmal ohne Gewicht geholt, aber gucken wir mal, ob wir eins brauchen für das Teil. Autosave, jawohl. Ach man, ich soll mir echt meinen Knoten ins Knie machen, damit ich das nicht vergesse. Jedes Mal kommt der Ruckler. So.
sitzen hier, Weinberg, Wollmole. Noch nicht. Das braucht man auch einen Haufen. Dafür müsste ich erstmal die Viehproduktion anschmeißen, weil da brauche ich Dünger und so, jetzt schnipsen wir mal schnell zum Sägewerk. Und holen den anderen Hänger und den Frontlader mit der Schaufel. Den brauchen wir ja beim Sägewerk nicht. Das könnte man ja ins Regal stellen. Oder zumindest daneben. So. Ich kann wirklich sagen, wir haben es getan. Wir haben ihn geholt. So, mal gucken wir mal rein. Lass mal mal eine Palette fertig. Lass mal noch ein bisschen produzieren. Ja, das war der Zirkus wieder. Das Sägewerk hat auch noch nichts zu tun. Und dann gleich mal gucken, wie viel am Sägewerk noch los ist. Was machst denn du, Karl-Heinz? Steht der hier und blinkt? Du stehst durch den kondensierten Gemüse rum, ist weit und breit nix. War denn das für eine Aktion? Hat's Handy geklingelt oder musste Bulle Schluck aus der Schnäpselflasche nehmen oder was war jetzt kaputt? Steht da, blinkt, macht einen Schlenker und fährt weiter. Logik. Nee, 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 nee. Oh, jetzt haben wir hier zwei Paletten. Die können wir doch schon mal zum Dingsbums fahren. Na, muss gleich mal machen. So. Den Holzkippen klemmen wir mal dran, den Holzhänger. Na, wo ist er hier? So. Jetzt müssen wir hier bloß umstellen auf Ladegut ist Paletten. Große Paletten. Jawohl. So. Arbeitsmodus an ist nach, wo ist das denn? U. So, jetzt so vorbeifahren, dass er nur die Bäden nimmt. Arbeitsmodus aus. So, und jetzt auf zur Brauerei. Ja, Quatsch, nicht zur Brauerei, aber die Richtung ist grob dieselbe, auf zur Kartonagenfabrik oder Palettenfabrik. Selbst mit den zwei Paletten tut er sich schwer. Ich muss mal kurz gucken, muss ich geradeaus fahren, ja.
Ah, komm. Oh, ich sehe gerade die Folge schon doch zu Ende. Die Zeit verfliegt hier im LS wie im. Das glaubst du kaum. So, dann werden wir jetzt die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Freue mich auf, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Dann sage ich ciao und winke winke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.